Was habt ihr denn hier gemacht? Was hat Modi hier gemacht? Wie gemacht? Da kommt man nicht mehr hoch, den Berg hoch. Ja doch, du kommst hoch, du musst da an der Seite lang. Ich habe eine Treppe reingehauen. Na super. So, wo ist die Spinne? Da ist die Spinne. Da ist auch ein Creeper. Hau ab, Creeper. Hau ab. Böser Creeper. Ich will die Spinne. Nicht dich. Oh, meine Fresse. Meine Fresse. In die Luft gesprengt oder was? Ne, hat er nicht. Danke dafür, Creeper. So, da haben wir zwei. Die Hälfte haben wir schon. Drei Fahnen habe ich schon. Da brauche ich nur noch einen. Haben wir so ein lästiger Zombie. Und ein Creeper schon wieder, das ist doch nicht wahr. Hier ist noch jede Menge Kohle. Falls noch jemand was braucht. Seid ihr noch da? Ja, ich. Bin ich wieder auf Discord. Bin halt am Kartoffeln farmen, ne? Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass ich aus Discord geflogen bin und so. Nee. So, hier habe ich doch eine Spinne gesehen. Wenn man sie mal braucht. Dann sind sie nicht da. Wenn man sie nicht braucht. So, dann sind sie da. Erde rein. Geht. Ja, scheiß Skelett hier. Creeper. Schon wieder so ein Drecks-Zombie. Ich will mich hier nicht mit Zombies rumschlagen. Wie viel Sandstein kann ich daraus Spinne. Machen? 11. Wo waren diese Spinne? Wo sind die jetzt hin? Einfach so. Ich habe hier doch eine Spinne gerochen. Die roten Augen in der Dunkelheit sind noch nicht zu übersehen. Wieder nur Creeper, das ist. Dreck. Und ein Enderman. Und ein Skelett. Nein. Ich sterb hier. Ich habe noch ein halbes Herz. Kann ich was essen? Habe ich irgendwas mit dabei? Spinnenaugen, kann man die essen? Theoretisch. Ich hab nix. Und ich bin tot. Ich hab's gesehen. Ach du Scheiße. Prof, kannst du mich schnell mal wieder zu dir teleportieren? Ich bin im Villager-Dorf zurück. Ups. Slash mein Zeug. Zwergenfürst. Und lass uns mal schlafen, damit ich wieder in meinem Bett schlafen kann. Ja, Moment. Ich hol noch die letzten paar Kartoffeln. Ich muss mein Zeug holen. Und ich hol erstmal mein Zeug, damit ich nochmal schlafen. Mein Zeug. Wo war denn das? Das war dort hinten irgendwo. Scheiß Creeper. Jetzt ist da eine Spinne. Sehr gut, das ist. Jetzt, wo ich kein Schwert dabei habe. Verrottetes Fleisch. Wo ist mein Zeug?
Hier nicht. Sondern irgendwo oben. Diese Dreckscreeper. Bucket. Ah ja. Und Hexe und Creeper. Ich brauche dringend. Ist hart gewohnt, aber die. Die Monster sind immer noch da. Die sterben gleich, keine Sorge. Nee, ich sterb hier gleich. Die aber auch. Ach, leck mich doch am Arsch. Das sind viele. Hoff, kannst du mal wieder? Ich bin wieder am Dorf gespawnt. Bau dir halt einfach ein scheiß Bett bei dir. Ja, dieses Kind kann ich nicht schlafen, wenn Tag ist. Ich muss mein Zeug wiederfinden, Prof. Ich kann dein Zeug nicht wiederfinden, nein. Du kannst mich aber porten. Wo bist du denn? Im Village-Dorf bei Mordi. Schon wieder? Ja, ich hab halt noch nicht geschlafen, ich hab dort mal geschlafen. Ich hab jetzt 2 Stacks Kartoffeln, so. Wir müssen halt Nacht werden lassen. Jetzt sollte das Farmen auch sehr schnell gehen. Ich hab grad mal die Random-Tick-Speed ein bisschen erhöht. Ich weiß, danke. Ich glaub mein Zeug ist weg, bis ich dort wieder hinfinde. So, 15. Wie lange bleibt das Zeug stehen? 5 Minuten. Die dürften gleich vorbei sein. Wo war ich? Scheiß Dreck. Was für Zeug hatte ich überhaupt mit? Mein Schwert und so weiter. Ich muss erstmal die Stelle wiederfinden, wo ich gestorben bin. Wieder voll dabei. Das war irgendwo hier. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwann noch ein Plugin installieren, was /back unterstützt. Ah, hier ist mein Zeug. Sehr schön. Mein Zeug. Und da ist eine Spinne. So, 18 und. Sehr schön. Juhu, ich hab mein Schwert. Das müsste jetzt reichen. Das, wofür ich gefarmt habe, die ganze Zeit. Hurra. Ah. Hat sich's doch gelohnt. Ja. Mein Haus sieht auch einigermaßen nach moderner Kunst aus, aber. Und wir sollten es mal. Wir sollten es mal Nacht werden lassen und dann schlafen, damit ich dann wieder hier. Damit ich das nächste Mal wieder im Dorf bei Mordi auftauche. Du kannst deinen Spawnpunkt auch so setzen. Und wie? Einmal aufs Bett klicken. Auch wenn es nicht Nacht ist. Ah, okay. So, jetzt muss ich nur irgendwie zu euch wiederkommen, aber das wird. Das schaffst du schon. Bestimmt gehen. Ja, ich hab zumindest. Das ist doch Wahnsinn, was Profi gebaut hat. Ich hab zumindest eine Orientierung. So, aber die Glocke nehme ich mit. Mach das. So. Könnt ihr gleich mal aktivieren? Beide. Die Glocke könnt ihr gleich mal aktivieren. Beide? Das sind 2? Das ist ein sehr großes Dorf, ja. Hm. What the fuck? Das ist sehr groß. Dann ist das wohl irgendwas geglitscht. Das ist ein sehr großes Dorf. Weil theoretisch darf nur eine Glocke pro Dorf spawnen. Dann sind 2 auf einmal generiert worden, die sich überlappen. Das würde erklären, warum es so dermaßen groß ist. Okay, wie sind die Koordinaten von uns? Okay, 1660. Also jetzt hab ich wieder 2 Leinen. 260, 50, 150. Also 200, 150 ist der wichtige Teil. 200, 150, okay. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Holz, das ist doch herrlich. Ist das erstmal in die Richtung? Ah, Stock das hab ich gerne nochmal schräg. Du, wir haben hier eine Baumfarm direkt vor vor unseren Häusern. Die kannst du gerne verwenden, solange du nachpflanzt. Ach, du hast eine Baumfarm gemacht, die wollte ich eigentlich oben bei mir auch machen. Angst. Hab einfach mal durchgezogen hier überall mit Bäumen. Na dann. Was wollte ich? Ach ja, Zäune. Sticks habe ich doch noch genug. So, ich habe auch genug Karotten. So. Eichenholz. Ich habe nichts zum Nachpflanzen. Ja. Deine Baum. Musst du nachpflanzen. Oh hey, ich habe einen Wüstentempel gefunden oder sowas. Muss wieder die überlassen.
Die Jugend heutzutage. So, okay, ich habe einen wüsten Brunnen gefunden. Hey. Cool. Wir müssen natürlich erstmal. Das dürfte doch erstmal reichen an Holz. Ja, stimmt, die wollte ich noch mitnehmen. Ich habe ein Setzling noch, ne? Cool. Oh, hier kann ich ein Boot machen, das ist auch nicht schlecht. Könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Und Stick. Und hier ist die Wüste. Und da war ein Zaun. Inventar. Bin ich denn? Ach du Scheiße, ich muss ein ganzes Stück weg. Nice. Vier Stück reicht. Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Hey. Auf dem Rückweg? Ja, auf dem Rückweg. Noch ein Dorf. Und zwar ein richtig fettes Wüstendorf. Ja, dann mal weiter. Schön, dass es uns allen so geht. Dann schön mal weiter farmen hier. Jetzt findest du den nächsten. Dann Kartoffeln farmen und ein Haus bauen. Jetzt findest du wieder den nächsten Schmied und. Boah, dieses Verfluchte kommt nie wieder zurück. Ich bin fast halb auf dem Weg. Ich glaube, Mordi wird nicht. Prof, ich glaube, Mordi kommt nicht wieder zurück. Wir müssen das Dorf alleine zu zweit aufbauen. Ja, hier lohnt sich nur. Ich habe mein Haus in dem anderen Dorf, also da gehe ich auf jeden Fall zurück. Das sagt er jetzt, aber ich glaube nicht dran. Ja gut, ich habe keinen Loot mehr da, also von daher. Oh, ich wollte ja hier die Türen abbauen, wenn ich drin war. Moment. Also wenn jemand Türen so, braucht, ich habe so 200 Stück. Oh, natürlich, ganz wichtig. Ja, ich bräuchte eine Tür wahrscheinlich dann ein für mein Haus nächstes. Aus Türen wäre natürlich auch mal was. Wäre dann wahrscheinlich gleich ein nächstes Haus bauen dann. Wahrscheinlich nicht mehr heute, aber dann nächsten Aufnahme. Hallo! Ich denke, ich gehe heute noch angeln. Ja, vielleicht kriege ich noch heute eine Hoffnung, dass ich noch einen Name-Tag kriege. Wir haben Knöpfe und wir haben. Na, den Ofen will ich nicht, aber das Zeug hier außenrum. Okay, wie hoch kannst du springen, Pferd? Ach, scheiße, ist nur Granit. So hoch. Okay. Lama und du, ihr werdet jetzt Freunde. Horst und du. Du brauchst auch noch einen Namen. Schön. Hip, hier geblieben. Das brauche ich nicht mehr. Hier geblieben Pferd. Gibt ein bisschen Hafer. Kannst dich mit dem Lama vermehren. Es wäre lustig, wenn es ginge. Stehen jetzt nebeneinander, theoretisch. Praktisch nicht. Hätte übrigens Blumentöpfe anzubieten, falls jemand braucht. Nee, nicht nötig. Schade. Okay, ein Villager steckt in der Decke. Ich glaube, ich lasse den mal in Ruhe. Aha. Und ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber ich glaube, er hat sein Leben hier beendet. Ja. Siehst du irgendwo eine Leine? Woran er sich aufgehangen hat. Ich glaube auf der anderen Etage, aber ich bin mir nicht sicher. Da hat sich ein Villager aufgehängt. Oh, Schafe. Ich brauche Wolle, von daher. Prof hat schon Schafe. Ein schönes Haus. Ich mach mal Hausbesichtigung, Prof. Wenn nichts dagegen hast. Kannst du gerne machen. Okay, sehr schön. Ich bin bisher halt noch im Rohbau, aber ja. Ja, besser als mein Holz-Dirt-Haus. Oh, cool, zwei Emeralds, hey. Ja, für die erste Etage brauche ich auch die ganze Wolle. Das sieht ja wundervoll aus. So, ich denke mal, den Weizen nehme ich mit. Das Nein. Dach wird noch das. Nein! Die Spitze vom Eisberg. Ja. Wolle, es ist mir egal, das kann da drauf, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Okay, ich lieg dann mal eben im Bett und gehe in der Zeit mal eben aufs Klo.
Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Ja. Ich gehe mal wieder angeln. Habe ich noch meine Angel mit? Wo habe ich meine Angel? Habe ich die verloren unterwegs? Mach's mal einfach. Ja, so geht's natürlich auch. Hier ist meine Angel. Die hat die ganze mit. Die habe ich hier. Ich brauche eventuell bald eine neue. Ich gehe wieder angeln. Name Tag angeln. Und sonst so. Na ja, ich stehe hier, farme Wolle für mich hin. Geht erstaunlich schnell schon mit 6 Schafen. In der nächsten Aufnahme sollten wir mal versuchen. Sollte ich mal versuchen, was zu bauen. Oh jo. War eigentlich schon für heute geplant, aber. Hey. Ja, dann habe ich. Dann habe ich Holz. Dann habe ich eine Holzhütte gemacht und dann. Dann habe ich geangelt, dann habe ich. Ein Pferd gezüchtet und ein Lama geholt. Hallo zurück. Spaced gerade nichts an. Oh, und da weist was an. Ich höre wieder angeln. In der Tat. Ah, ein Brauchstand? Nice. Prof ist weit vorangekommen. Ich nehme hier auch noch schön. Ah, scheiße. Das Angeln macht wohl hungrig. Oh, hier ist die Kiste. Na, nur verrottetes Fleisch. Scheiße. Aber Brot. Gut, hier war ich überall schon. Hier ist ein Farmer. Ich wollte eh einen Komposter haben. Das ist Imposter. Oh, haben wir hier. Eventuell ist es möglich, dass wir hier. Jo, ich habe eine Melone. Das bringt ja recht wenig. Da. Reicht die Wolle. Und ich habe sehr viel Weizen offensichtlich. Und nochmal 2 Emeralds. Was ist ein schöner Tag. Hey. Und einen Clayball, den ich hier lasse, weil der ist echt nicht wichtig. Oha. Zu spät. So, was haben wir hier? Absolut nichts. Gerade mal die Gardine runtergemacht. Ah ja, damit der Mond nicht reinscheint, oder was? Ja. Ah, hier ist der Kartograf, okay. Apropos Karten sollten wir auch mal bei Gelegenheit machen. Ja, hätten wir machen können, dann hätten wir das Villager doch verorten können. Jetzt bist du wieder zurück. Oh cool, die Eisengolems sehen bei mir aus wie Roboter. Aha, wir haben einen Eisengolem hier im Dorf. Jedes Dorf hat einen Eisengolem, ich hab's nur beim letzten nicht gesehen. Aber unser ist doch kein Dorf. Nein, ich bin ja auch noch nicht bei euch, oder? Ach so. Ich dachte, bin ja noch in der Wüste bei dem Dorf. Aber du hast gesagt, du bist zurück. Vom Klo. Ach so, du warst auf Klo? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe hier schon geangelt. Die Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ach, ich bin hier beim Angeln, das ist... Ich könnte mir eine Eisenbrustplatte machen. Die Heuballen nehme ich aber allesamt mit. Die klaue ich. Gold, scheiß auf Gold. Heu nur Fisch. Nix als Fisch. Yay! Nächste Etage, halbwegs fertig. Nice. Lief das ganz schön ab, während ich
ein Schwert gefarmt habe, das nicht mal besonders gut ist, aber besser als das, was wir haben. Und mein Angel ist gleich kaputt. Muss man dann leider aufhören. Deine Angel ist fast kaputt. Wow. Lange genug geangelt. Und da ist sie kaputt. Oh, ein Tropenfisch. Ja, da sehen wir. Das ist die Wahrscheinlichkeit. 1,5%. Nice. Er hätte 1,5% Fisch geangelt. Aber keine Namensschilder. Namensschilder sind ja 0,8% laut Minecraft-Wiki. Das ist normal. Ein bisschen weniger. Ja, da muss ich noch viel länger arbeiten. Viel länger. Oh lol, hier ist die Katze. Gerade gespawnt. So Tropenfisch. Ich hab hier viel Holz. Wieso können Eichenholzbretter nicht verheizt werden? Das ist doch nicht wahr. Können sie doch. Achso, der Tropenfisch kann nicht gebacken werden. Nicht gebacken werden. Exakt, der ist nur zur Deko. Okay, das ist ja blöd. Ja, die Tropenfische sind interessanter, wenn man sie lebendig fängt. Ja, in einem Eimer. Okay, meiner ist dann scheinbar wohl tot. Nachdem er geangelt wurde, Mensch. Das ist ja eine Erkenntnis. Der wird eingerahmt. Ich wollte nach Hause zurück, ne? Da würde ich sagen, ich heile mich erstmal vor und dann mache ich einen Assassin's Creed-Sprung. Na dann, viel Spaß. Ich freue jetzt wieder mein ganzes Holz hier. Okay, das könnte richtig, richtig böse schief gehen. Na dann. Ich habe kein Bett dabei, okay. Soll ich es machen? Mach's einfach. 3, 2, 1 und... Yo! Kann man Tintenbeutel irgendwie... Schwarze Farbe. Oder? So, wo musste ich jetzt nochmal hin? Ich musste auf 200 und... 250. 200, 150, okay. Die Höhe ist da ja egal. Dann bin ich jetzt hier bei etwa 150, dann muss ich nur okay, Bratapfel. In diese Richtung straight. Bratapfel geht auch nicht, das ist schade. Aber ich habe kein Boot dabei, das heißt, ich gehe ins Dorf zurück und nutze eine der Crafting-Bänke. Habe ich überhaupt Holz dabei? Nein, ich habe alles Holz verkraftet. Sehr schön. Wow. Gute Arbeit. Da bin ich echt stolz auf mich. Aber Baked to Potato geht doch bestimmt, oder? Scheiße, ich bin in der Wüste, ich habe kein... Brot kann man auch nicht backen. Eichensetzling. Nee. Und die Tomate, würde ich gerade sagen. Partnerkabel, Rohrkabel, ja, der muss noch. Okay. Ofenkartoffel. Sehr schön. Sieht eher aus wie ein Brötchen, aber okay. Hier war doch ein Crafting-Tischlein. Hier war der Steinschneider. Dann war hier die Crafting-Dings. Yo. Okay. Bräuchte ich nur noch Holz. Oh, ich habe noch. Ich habe lauter Pfeile im Arm. Wenn ich ins Menü gehe. Ich habe hier lauter. Ich sehe nicht gesund aus. Gut. So, wenn Mordi ganz... Ich gehe jetzt lustig, weil gleich baue ich das Dach. Oh nein. Wenn Mordi dann zurück ist, dann können wir mal Schluss machen. Ja gut, dann zurück ist ein Wie weit bist du noch weg? Ich bin noch ein ganzes Stück weg. Scheiß drauf, da schwimme ich einfach. Mhm. Oh, dauert mir jetzt zu lang. Nein, da habe ich jetzt hier noch. Ja, meine Truhen sind ziemlich chaotisch gerade. Das wird vielleicht noch. Noch knappe, Moment. 1000 Blöcke weg. Ja, gut. Das ist noch ein Stückchen. Geht. Ja, wenn du ein Boot nimmst und schwimmst. Ich habe kein Boot, also ich muss schwimmen. Ich hab ein Boot. Organisier dir einen Delfin. Ja, oder das. Oder ich lauf halt durch ein Biom, wo es Holz gibt. Ich hab ein Boot.
Das hilft ihm halt nicht. Ja, es ist schön, dass du ein Boot hast. Ich hab bald irgendwann entsorgt. Ich glaube, im Dorf um mehr Platz für Kartoffeln zu haben. Es baust die Bäume ab. Und ich sammle die Seeds. Ich bin mitten in der Wüste. Ich werd gerade hier auf dem Land von Zwergi mit dem Boot überfahren. Ja. Gute Arbeit. Und ich bin halt mitten in der scheiß Wüste. Wir sind bei 900. Bei 900 und 200 etwa. So, habe ich jetzt genug Holz fürs Dach? Ich glaube noch nicht. Ich habe keine Bäume hier. Eins, zwei, zweieinhalb Stacks Eiche. Gut, ich komme langsam, aber ich komme. Oh. Okay. Okay, Shader mit Fackel und unter Wasser ist nicht, ist keine gute Idee. So, hier in die Richtung muss ich. Fahr im Boot. Ah. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Landfahrt, die ist schön. Ah, ich sehe Land und ich sehe Bäume. Eine Landfahrt, die ist lustig. Ich bin jetzt bei 803 und 250 etwa. Zwergi fährt hier gerade die ganze Zeit nur noch mit dem Boot in der Gegend rum. Hallo. Hier ist ein Apfel. Solange nicht auf meine Wege nach oben kommt, ist alles gut. Ach, verdammt, dieser scheiß Baum hat mich gerade erschreckt. Hier ist ein Apfel. Passiert. Nehme ich. Ah jo, guten Abo. Guten Abo? Jo, guten Abo. Könnte schon mal ein Abo da lassen. Ihr habt's gehört. Wo wir schon auf YouTube sind. Wo ist an YouTube? Auf Twitch schaut eh gerade keiner zu. Okay, ich bin irgendwo in der Nähe. Ich bin jetzt bei 730, 200. Da teilst du gerade frei Schnauze Saplings. Ja, die sind einfach ins Boot gefallen. Das ist unsicherlich. Okay, schade, in die Mine kann ich nicht reinfahren. Das wäre zu gut gewesen. Ja, die Hitbox am Boot ist größer als zwei. Eins. Ein Block. Ich bin wieder an Land und ich bin bei Bäumen, also. Ach, hier bin ich. Bist du nicht vom Schnaps genascht? Ich rieche es doch bis hierher. Müsste ich nach Haschisch und. Ist das eigentlich. Ne, Musik ist aus. Das muss die. Oh Gott, hier sein. Bin ich. Mensch. Ich versuch mal gerade was. Yay, ich kann meine Mine runter. Ich kann meine eigene Mine runter. Autsch. Au. 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 Bei 200, 150 waren wir, oder? 200, 150, genau. Jo, dann bin ich genau auf dem. Ich fahr gerade mit einem Boot in meine Mine runter. 5. Ist bald genug. 1, 2, 3, 4, 5. Ist ja schön. 3, 4, 5. 4, 5. Okay. Hier wird's dann zu schmal. Schade. Ja, unter Wasser mit Fackel ist echt keine gute Idee. Und ich habe das Highlight meiner Aufnahme heute, meines Streams gerade erlebt. Ich bin mit dem Boot die Mine runtergefahren. Mensch, wenn das dein Highlight ist, ich meine, gut, mein Highlight ist Kartoffel. Mein Highlight ist das Pferd. Das Pferd und das Lama. Geh weg! Geh weg von Horst und namenloses Pferd. Ich bin jetzt bei 450, 150 etwa. Oh, Achtung, Achtung, Creeper. Ja. Okay, cool. Ab hier kenne ich mich wieder aus. Ich habe jetzt endlich einen Namen für mein Pferd. Den kreativsten Namen, der mir überhaupt eingefallen ist. Was denn Pferd? Ich nenne es Pferdi. Gott verdammt. Das kleine Mädchen, das war der kreativste. Stolz. Das war der kreativste Name, der mir eingefallen ist. Pferdi.
Ja, was soll ich sagen, als Furry, der für Sona Marth heißt. Horst und Pferdi. Das finde ich gut. Nee, Pferdi, also wirklich, also mit F geschrieben. Pferdi. Pferdi. Ich kenne nur eine Person, die Pferdi heißt. Mit F und Y, bitte. Und der ist aus unerfindlichen Gründen Pferdi. Jetzt aktuell in Israel. Okay. Horst und Pferdi. Immerhin nicht an der zerbombten Stelle. Bekommen wir dafür eine Erklärung oder lassen wir das einfach so stehen? FSJ. Da? Wirklich? Da. Ja. Warum? Ja. Wie das halt so ist mit dem FSJ, da landet man an lauter Orten, an die man eigentlich sonst nicht hin will. Ja gut, beim nächsten Mal wäre dann wahrscheinlich darauf gar nicht gekommen oder sowas. Wer weiß. So. Ich muss doch jetzt in der Nähe sein, oder? Oh, ich bin komplett weiter rüber gegangen. Cool. Kann ich noch irgendwas aus Schleim basteln? Ich bin bei 275, 280 etwa. Was kann man aus Schleim machen? Schleimblöcke. Ah, so. Aber nur einen leider. Da wird leider nichts. Ich sehe euch, hey. Da wird leider nicht viel raus. Ach du Scheiße. Was denn? Ich hab grad dein Haus gesehen. Ich hab nicht genügend Schleim. Ich bin ein wenig eskaliert. Es fehlt mir noch ein bisschen Schleim. Ein wenig ist gut. Ich bin zu kleines bisschen. Oh, man bemerkt es kaum. Was hast du alles heute gemacht? Ja. Ja, während du das Dorf, während du hier Kartoffeln gefarmt hast. Das ist mein normaler Hausstil in Minecraft. Ja, gut. Ein glänzendes Eisenschwert. Das suche ich mal. Schleimblock. Also mein Sharpness 2 und Fire Aspect 1. Yay. Fire Aspect ist so mit Abstand die nervigste Angriffsschaden, die man haben kann. Weil es immer dazu führt, dass man selbst brennt. Jetzt, ich habe jetzt einen Hüftblock in meinem Haus. Hüftblock, Hüftblock. Theoretisch kannst du auch auf dem Bett rumhüpfen. Das stimmt. Ah, so machst du deine Fälle. Ich mach das jetzt so, jetzt hier nochmal Stein hin. Ja, so viel Feld brauchte ich nicht, also habe ich das Ding hier halt einmal so durchgezogen. Ja gut. Da braucht es kein komplexeres Design. Hüftblock. Ich bin dann mal oben bei meinem Brunnen und meinem Feld. Hüpfblock, Hüpfblock, Hüpfblock. Ich glaube, es ist Zeit mal langsam zu farmen, davon hatten wir noch nicht genug. Yay, Hüpfblock, Hüpfblock, Hüpfblock. Prof! Ja. Schon mal Hüpfblock. Boing, boing. Okay. Boing. Das Kind in mir. Okay, und wo packe ich jetzt die Kartoffeln hin? In den Hüpfblock. Yay. Okay, hier die Kartoffeln würde ich sagen. Theoretisch kann man das mit einem Pisten sogar verbinden, dann kannst du dich damit wirklich in die Luft katapultieren. Ja, ich hab halt leider nur. Ich hab noch 7 Schleim, das reicht nicht für einen weiteren Block. Sonst würde ich den ganzen Boden aus Schleim machen, wenn ich genügend Schleim habe. Ein Trampolinboden. Das hier sind die rote Beetesamen. Ich komme auf die andere Seite. So. Oh, da habe ich noch Eichenholz. Da der Sonnenaufgang so gut gerade anfängt, würde ich das hier gerade für mich beenden. Ojo. Wenn ihr nichts dagegen habt. Wir können ja dann irgendwann mal weiterspielen. In 2 Wochen. Ojo, mal gucken. Wollen wir wieder auf unseren berühmten Berg hochgehen? Da uns mal wieder sammeln. Oh, hier ein Modis gut. Ich bin am Farben. Oh, es wird gerade Tag, das bietet sich an. Ja, hier können wir gut mal ausblicken. Schöner. Ah, fuck, jetzt habe ich die ganzen scheiß Äpfel in die Kiste gelegt. Lass uns hier nochmal den schönen Sonnenaufgang genießen und nochmal hier vom Berg aus Ausblick halten. Unser schöner Abschiedsberg. Ah, dann machen wir hier. Scheiße. Achtung, Zombie. Und Render Zombie. Ich reiche doch einfach mal da oben hin. Ach, schön. Das ist ein sehr schönes Ausblick. Hier müssen wir irgendwann mal Ausblick-Plattform hinbauen. Irgendwas mal aus. Mit dem Lagerfeuer noch drauf und so. Es ist hier. Ist hier ein sehr schöner Ausblick, wie ich finde. Das könnten wir uns mal als Projekt machen. Reiche da rein. Mal gucken. Ich hab doch nicht mal ein Haus.
Und ich habe ja, da das so sollte ein... vielleicht zuerst angehen. Und ich habe noch kein Dach, sagen wir es einfach so. Aber ich habe immer noch mein Dirthaus, was jetzt zum Holzhaus geworden ist, und hat immer noch den Baum drauf und... Vielleicht setze ich auf den Hügel daneben noch eine Windmühle. Ach, ich habe ein Pferd und ein Lama. Jetzt, wo ich eine vernünftige Wollfarm habe. Und eine Hüpfblocke-Maus. Ja, irgendwas muss man ja... Ja. Ja, Mordi hat Türen. Das ist, was ich erreicht habe. Ich würde sagen, Mordi hat das Beste erreicht in diesem Part. Ja gut, ich habe halt gefarmt und ich habe... ein Schwert. Und ich habe Dörfer genutzt. Ich sehe dich. Ich kann aufbauen. Und ich habe Horst und Ferdi. Oh. Korrektur, ich habe mehr Türen. Werd bloß nicht zum Mehrtürer. Ja, Moment, wie schwer ist es, ein Haus komplett aus Türen zu bauen? Du müsstest die Türen wie eher von auf den Block von außen setzen, dass du sie halt auch wirklich schließen kannst durch die Wände. Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, das mache ich hier einfach. Einfach auf diesem Haufen Gravel. Jetzt komm mal hoch. Jetzt komm mal mit das Verschluss. Wobei, du kannst, glaube ich, kann man Türen stacken. Also ich meine, aufeinander bauen. Geht, habe ich schon gemacht. Na dann. Machst ein Türlabyrinth. Dann mach ich das. Machst ein Türhaus, ein Haus aufs Türen. Ja, und das Dachfalltüren. Oh, meine Eiche ist fertig. Au. Ja. Kannst dich darauf vorbereiten, dass irgendwann eine Redstone-Clock unter deinem Haus ist. Die will ich selbst bauen. Tja, wenn nicht, werde ich sie bauen. Einfach nur, um dein Häuschen zum Klappern zu bringen. Und jetzt ruf hier. Aufhören. Schlussmacher. Ah, ist ja gut. Ja, wir haben jetzt hier fast 4 Stunden schon. Das muss reichen für heute. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben jetzt schon 4 Stunden gestreamt. Also mein Stream macht gerade 3 Stunden 42. Ja gut, ich nehme dann eh noch weiter ja, auf. Ja, minus... Minus 10 Minuten. Oh ja, ich glaube, ich bleib auch noch ein bisschen drin. Ich will doch das Dach basteln. Ja. Solange jetzt keine Paläste baut und das ganz doof umbaut, ist das ja das. Machen sie nicht wesentlich. Neue Gebäude fange ich jetzt nicht an, aber ich werde an dem hier nochmal ein bisschen weiter basteln. Ja, das Dach drauf machen kannst du ja noch und. Modi will sich ein neues Haus bauen oder was? Ich brauch irgendein Haus. Ich hab ein Bett. Und ja. Feld. Machst dir dein Türenhaus. Machst ein Türenhaus. Können wir uns ja am nächsten, können ja dann uns im nächsten Stream, in den nächsten Aufnahmen anschauen, was draus geworden ist. Jupp. Ich hoffe, ein 2-stöckiges Türenhaus. Ich habe noch die ganzen Sachen hier. Ich habe Pfeile hier. Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist. Mal gucken. Das Dach, so ein Stil, Dachstil hatte ich schon mal gebaut und ich tat mich schwer auf der Größe von Gebäude, aber mal gucken, ob ich es wieder hinkriege. Ja, dann würde ich sagen, da mich nach oben sollte gefallen haben auf YouTube. Schaut auf Twitch vorbei. Da wird es bald auch wieder einen nächsten Stream geben. Teilen, Daumen hoch, favorisieren. Ja. Und was halt immer sonst noch so in Tiddehutgas drin stand. Und bei Prof und Mordi braucht ihr jetzt nicht wirklich vorbeizuschauen, das ist, da ist jetzt gerade. Noch bei Mordi kommen vielleicht die Minecraft-Parts. Vielleicht hat er das aufgenommen und vielleicht kommt das bei ihm auch da. Teilen, Daumen hoch und favorisieren und der ganze andere Scheiß. Das war, glaube ich, Tiddehutgas. Nee, da ist kein F drin, dann ist das Favorisieren nicht mal mit drin. Tiddehutgas war teilen, Daumen hoch und der ganze. Der ganze andere Scheiß. Ja. Ja, mach das mal. Und Glocke aktivieren, nicht vergessen. Glockt den Kanal. Ist auch von Flipfloyd geklaut. Modif macht den Schnee weg. Ja. Ist dir kalt? Na, ich hab eine Fackel. Im nächsten Stream dann wieder mit einem neuen Skin. Natürlich, immer. Ja. Na dann, was gibt's noch zu sagen, außer... Horst und Ferdi für Forever. Yay. Ich habe eine Blume in der Hand.
Ich habe zwei Fackeln. Ich habe einen Sapling in der Hand. Zeit für einen Baum. Bis dann und ciao. Gut, haben wir das auch durch. Yay. Oh, Baum. Oh, ein Baum. Hab grad kurz die Random Tick Speed auf 5000 angehoben, damit der Baum schnell wächst. Nice.